Hallo Leute, hier kommt das große Fazit des neuen Casino DLCs. Ja, es ist eigentlich, naja, bis auf die Vorbereitungsmissionen von den ganzen Sachen, eigentlich eine relativ gute Sache. Ich habe am Donnerstag, also am Donnerstag und am Freitag bei meinem, ja, was euch leider Gottes verschwiegen, ihr könnt euch da nämlich Verbesserungen kaufen, ja, und zwar ein Hauptkontrollterminal, das erkläre ich euch dann auch noch später, und Drohnenstationen. Im Grunde genommen sind die Drohnenstationen unnötig, also wenn ihr euch das unbedingt kaufen wollt, ja, dann kauft es, ja. Aber diese 1.460.000, die sind eigentlich unnötig, ja. Aber dieses Hauptkontrollterminal, sage ich einmal, könnt ihr euch kaufen. Da habt ihr eine Übersicht über alles, aber das erkläre ich euch dann ausführlicher. Also Laptop, Verbesserungen, Hauptkontroll, ich glaube 1,4 oder 1,7, ich glaube, kostet es. Aber dieses ist eine gute Investition, ja, dieses Hauptkontrollterminal, also das könnt ihr euch kaufen. Die Drohnenstation eher weniger. Wenn ihr unbedingt 1,4 locker habt, dann bitte kauft es euch. Ja. Wie gesagt, das findet ihr unter Verbesserungen. Nun kommen wir zu einem Thema, zu den Spielautomaten. Ich wurde von meiner Community gefragt, ja, Bacher mit Fluch 007, ist es überhaupt notwendig? Ja. Naja, es kommt jetzt darauf an, wie viel Geld ihr habt. Es kommt jetzt darauf an, wie viel Geld ihr noch habt. Denn ihr lebt auch hier mit Tageseinnahmen. Ja. Falls vielleicht noch einigen noch nicht aufgefallen ist oder bei der Renovierung, ja, was heißt jetzt Renovierung, und zwar ihr geht hier auf die Maisbank, ja, Seite betreten, Spielhalle und sucht eure Spielhalle, ja, meine ist die Paletta B, weil es die günstige ist, ja, günstig ist, geht's auf Renovieren, ja, geht's auf Stil, ja, die Wandmalerei am Boden, das Geplänke, ja, ihr könnt euch das, wie gesagt, selbst einrichten, schaut's, wie gesagt, je mehr ihr natürlich des Hochdesigns, desto mehr Gäste kommen, ja, bei mir schaut's ein bisschen nackert aus, ja, Boden, ja, könnt's auch einrichten, wie ihr wollt, ja. Wie gesagt, wenn ihr Geld habt, en masse, könnt ihr euch das einrichten. Neontech, Neko, genauso auch. Könnt ihr euch nach Belieben da einrichten, wie ihr wollt. Und dann eben die Extras. Ja, Privatraum habe ich mir gegönnt. Ja. Und so weiter und so fort. Ihr müsst dann eine Mission erfüllen. Eine Vorbereitungsmission eben erfüllen, das ist eh überall bei jedem Unternehmen das gleiche gewesen, ja, aber das habe ich eigentlich eh am Donnerstag geschildert, da müsst ihr es anholen, ja, wie gesagt, das Material anholen, kann sein, dass das Diebe euch geflattert haben und das müsst ihr euch halt dann in die Spielhallen wieder zurückbringen, dann wie gesagt, die Verbesserungen. Gut. Ihr könnt euch natürlich die Automaten nach Belieben kaufen, ja, und da ist der Tresor, das sind Tageseinnahmen, Tageseinnahmen, jetzt ist nichts mehr drinnen, vorher waren 9000 GTA Dollar drinnen, die habe ich schon geholt, ja, je mehr ihr natürlich diese Spielhalle aufrüstet mit Automaten, desto mehr Einnahmen habt ihr, na, und dann Spielhallenmanagement, ja,
müsste es jetzt einmal jeder ein Spielhallenzugang jeder und die Privatspielhalle aktivieren. Oder deaktivieren. Ja. Ihr müsst es einmal deaktivieren, ja. Und dann müsst ihr das Spiel, dann die, ihr könnt die Spielautomaten dann auch platzieren, ja, mit R1 und L1, ja. Ja, so wie es in den Nachtclub heute, das heute, halt, der Nachtclub ist natürlich ein Blödsinn, aber das funktioniert so wie im Nachtclub, ihr nehmt da Geld ein. Je mehr Automaten es habt, desto mehr Gäste kommen, desto mehr, wenn es mehr eingerichtet habt, desto mehr Einnahmen habt es. Das funktioniert so wie das Prinzip wie im Nachtclub. Ja, also da waren vorher 9.000 GTA-Dollar drinnen. Ich werde dann natürlich noch ein bisschen meine noch aufrüsten, dass ich ein bisschen mehr Geld einnehme. Gut, jetzt schauen wir sich das Terminal an, was ich eigentlich um 1,7 Millionen oder weiß ich jetzt nicht genau, aber das war ja eine Geschichte, ja, sag ich einmal. Das befindet sich dann, das ist das Haupt, gleich da unterhalb, und das ist das Hauptterminal. Was ist jetzt ein Hauptterminal? Ein Hauptterminal, was ich eigentlich sehr feiere oder feiern tue, ja. Und zwar ganz einfach, das ist ein Hauptterminal, wo sie exakt alle Unternehmen aufgelistet habt. Das Einzige, was mich an der ganzen Sache nur eine stört, ist halt, dass man sich da halt als MC und CEO separat immer, leider Gottes, da schätze ich eh, ja, da kann man sich gleich registrieren, du bist jetzt CEO. Da braucht es nicht unbedingt gleich Nachclub fahren, da könnt ihr gleich nachschauen. Aha, 433.000 habe ich. Könnte schon verkaufen. 160 Kisten. Ja. Nach Club bewerten kannst du dann auch gleich da. Kannst alles gleich mit dem machen. Ihr müsst nicht unbedingt zu die nicht mehr ins Büro fahren. Das Einzige, was mich jetzt da stört, ist, du kannst genauso im Bunker steuern. Ja, dort, das da, Motorclub-Präsident, das stört mich jetzt ein bisschen. Das habe ich jetzt gemeint, das stört mich jetzt ein bisschen. Rockstar Games, das müsst ihr auch irgendwie. Da müssen wir unbedingt aufstehen, ja. Da musst du auch aufstehen, ja. Und die halt anmelden als CEO. Das ist das Einzige, was mich jetzt ein bisschen jetzt stört. Na, man kann sie leider nicht niedersetzen. Ich demonstriere es euch jetzt. Hauptterminal wieder starten. Ich demonstriere es euch jetzt, dass es nicht ganz. Oder warte mal, haben sie. Ja, das ist das Einzige, was mich stört. Da musst du da anmelden und dann kannst du da genauso die Unternehmen genauso auch eben die Versorgung kaufen und bla bla bla. Es ist halt das Einzige, was mich halt an der ganzen Geschichte stört. Genauso die Fahrzeuge. Kannst du verwalten, ja, wieder aufstehen, anmelden, ja, das ist halt leider ein bisschen noch umständlich. Vielleicht wird das ja noch gepatcht, ja. Ja, also, das finde ich wirklich super. Eine geile Sache, muss ich dazu sagen, bis auf die Kleinigkeit halt da leider, was du halt leider Gottes da halt, leider halt, die halt als CEO und MC halt leider Gottes die separat anmelden musst halt leider. Ja, leider. Ne? Du musst CEO sein, du musst halt aufstehen halt leider Gottes. Und die halt anmelden und anmelden. Das ist halt leider noch das Einzige, was mich halt ein bisschen stört an der ganzen Sache. Ja, aber so finde ich das Terminal eine super Investition und eine super Ausstattung. Ja. Gut, die Vorbereitungssachen sind halt ja mühsam. Sind halt mühsam. Ja. Ja.
This one covers scoping and the intel we need to gather on casino security and what they're keeping in the vault. Vault contents. We need to know what they're keeping down there. Hack into their internal security feed to see inside. Are you a nerd about this stuff, or do you like winging it? If you want to practice for this test, we can get a copy of their door security locks made and installed down here, so you can practice on them. And a model of the casino might come in handy for planning, too. Gut, die Vorbereitungen sind halt ein bisschen mühsam. Es gibt insgesamt 12. Ja, ich habe noch nicht angefangen. Ja, ich habe noch nicht angefangen. Das sind da 3 Tafeln. Da musst du einmal da halt das einmal die Sachen da oben erledigen. Das Casino ausspähen. Dann das Tresor, Inhalt ausspähen. Und Herangehensweise auswählen. Und optimal halt die Sachen da drüben auch, wäre auch nicht schlecht. Ja. Das Einzige, was mich hier an der ganzen Sache stört, ist halt leider wieder das, dass das Casino-Modell Ausrüstung kaufen kannst um 130.000, ja, um 425.000, also das ist eine halbe Million, ja, da würde ich dann den Nachtclub ausrahmen und mir die 2 Sachen gönnen, ja. Summa summarum muss ich dazu sagen, braucht man in etwa mit den ganzen Vorbereitungen 6 Stunden. 6 Stunden, ja, auch wenn man schnell ist. Also ein Kumpel, wir haben das zu dritt, glaube ich, auch nicht, waren wir auch nicht schneller. Circa 6 Stunden, ja. Auch zu dritt. Also es geht wirklich nicht schneller. Ja. Aber ich muss eins dazu sagen, es ist wurscht, welchen Weg du nimmst. Es ist geschmeidig. Geschmeidig. Still und leise habe ich jetzt schon. Ja. Widerstandsfähig und jetzt machen wir dann aggressiv. Aber ich muss sagen, es ist geschmeidig. So, summa summarum muss ich dazu sagen, ja, wenn man Geld einnimmt, ist es immer gut. Ja. Aber nicht glauben, dass man bei dem großen Überfall Geld verdient. Ja. Geld verdient mit den 3 Wegen. Je mehr Leute das so sind, je mehr Hacker, kommt immer darauf an, welchen Hacker du nimmst, desto weniger kriegst. Ja. Das heißt, man kann zu zweit eine halbe Million machen. Ja. Kommt aber auch darauf an, wie viel Geld du am Schluss verlierst. Ja. Also ein großer Kuh oder Crew, oder wie man das sagt, ist es nicht. Wie beim Doomsday zum Beispiel. Man kann auch nur 300.000 am Ende des Tages haben oder weniger. Es kommt immer darauf an, wie viel du investierst. Ja. Das ist ein Negativpunkt. Das ist ein Negativpunkt an dem ganzen neuen Casino heißt DLC. Aber ansonsten, wie gesagt, kann man es lassen. Man kann, wie gesagt, wirklich einen Tresor, einen Bohrer bohren. Der neue Hightech-Bohrer, ja, ist ja gewöhnungsbedürftig. Die Fingerscanner und Handscanner ebenfalls etwas. Die Hackersachen etwas gewöhnungsbedürftig. Ja. Aber ansonsten muss ich dazu sagen, ist es nicht der große Turnaround, wie es alle angekündigt haben. Schade eigentlich, dass der Vincent nicht zurückkommt. Leider nicht. Leider. Ja. Leider Gottes holen wir nur eine einzige Person zurück. Und zwar den Lester Grest und den Jimmy kriegen wir jetzt neu. Der Jimmy ist jetzt auch neu hier in Online-Modus. Aber ansonsten, leider Gottes, der Vincent kommt leider nicht zurück in dieser Story, leider. Und so richtig rächen an den Duken, ich weiß nicht, der Schluss ist ein bisschen ungewöhnlich. Ja. Ja. Also, ich weiß nicht so richtig, wie man den Schluss jetzt anlegen soll. Ja. Aber wie gesagt, ein bisschen ungewöhnlich ist das Ganze. Aber gut,
meine Damen und Herren, das war für heuer das letzte Video von mir an GTA. Ja, es sind dann noch zwei Videos von der Black Set ausständig. Und ab Dienstag ist es dann so, dass ich in den Weihnachtsurlaub gehe. Ich wünsche euch trotz allem gutes Gelingen hier bei GTA und dass es es auch durchspielt. In dem Sinn wünsche ich euch schöne Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und wir sehen uns dann im Jänner. In dem Sinn, schöne Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr.